Hallo und herzlich willkommen zu diesem Yu-Gi-Oh! Master Duel Video, diesmal zu Gishki Sprite oder wieder mal zu Gishki Sprite. Es gab schon vor ein paar Monaten, davor auch schon vor einem Monat oder so, ein paar Replays, die sind jetzt aber auch schon wieder über ein halbes Jahr alt, glaube ich, so um den Dreh. Und ich habe das Ganze mal ein bisschen geupdatet, wir spielen ein paar mehr Karten, die neuer sind, haben ein paar rausgenommen, aber ja, im Grunde ist das Deck relativ unverändert zu den alten Gishki Sprite Decks. Gehen wir einfach mal rein. Wir spielen eine Effektverschleierin. Man kann natürlich auch zwei oder drei spielen. Aber ich habe hier die eine hauptsächlich drin für den Crossout. Wie gesagt, also man kann dieses Deck durchaus auf 45 Karten hoch stacken mit mehr Handtraps. Man kann auch weniger Handtraps spielen und das Ganze auf 40 Karten runter holen. Aber ja, ich finde einen Wailer ist ganz okay, wenn er gecallbyte wird. Dann haben wir nicht einen zweiten Wailer direkt, sondern haben vielleicht irgendeine andere Handtrap, wie zum Beispiel Imperm. Aber ja, ich spiele derzeit einen Wailer, weil es sich irgendwie besser anfühlt. Einen zu haben ist ganz nett. Wenn du zwei auf der Hand hast und einer gecallt wird, dann ist der zweite auch nutzlos. Deswegen, ja, ich würde eher zweimal Imperm spielen oder dreimal Imperm als zwei oder dreimal Wailer. Dann haben wir eine wunderschöne Prinzessin. Interessante Kombo. Man kann sie überlegen, zweimal zu spielen. Dreimal würde ich nicht empfehlen. Die sucht uns, also beziehungsweise wir können sie normal oder spezial beschwören. Im ersten Falle normal beschwören. Und dann können wir sie vom Spielfeld verbannen und ein Fischmonster der Stufe 4 oder niedriger aus dem Deck specialen. Was dann unser Grimness ist, unser Gishki Grauen. Und damit haben wir praktisch unsere Gishki-Kombo ja, gestartet. Ist ganz praktisch, kann auch nicht geimpermt werden. Kann höchstens geasht werden. Imperm anfällig wäre dann allerdings das Gishki Grauen. Dann spielen wir dreimal den Gishki Schlund. Den wollen wir uns suchen. Sobald Gishki Grauen gespecialt wird, dürfen wir ein Gishki Monster als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Und das wäre dann Schlund, weil Schlund darf uns mehrmals pro Spielzug, jedes Mal, wenn diese Karte beschworen wird, egal ob spezial oder normal beschworen, ein Gishki Monster mit 1000 oder weniger Verteidigung vom Deck hinzufügen. Sehr praktisch. Spielen wir dreimal. Dann dreimal Maxi, weil dreimal Maxi muss sein. Zweimal der flinke Manta. Den wollen wir nicht ziehen, den wollen wir im Deck haben, denn wir spielen auch Sprites, wie gesagt. Wir haben den Sprite Sprint hier. Wenn wir den machen, können wir den flinken Angler vom Deck auf den Friedhof schicken. Wenn das passiert, dürfen wir bis zu zwei Flinkmonster der Stufe 3 oder niedriger spezial beschwören vom Deck. Das wären dann die beiden flinken Manta. Oder falls schon ein flinker Manta im Friedhof ist oder auf unserer Hand, dann ein flinker Manta und ein flinker Biber. Das wäre da die Kombo und von da aus könnten wir den Giant Sprite machen oder den Sprite Elf, je nachdem, was wir da brauchen. Dann spielen wir zweimal Gishki Vision. Man kann überlegen, Gishki Vision dreimal zu spielen, aber zweimal reicht meiner Meinung nach. Gishki Vision sucht uns die Gishki Neremanas, das Ritualmonster aus dem Deck. Dann flinke Angler, wie gesagt, hatte ich bereits erwähnt, was wir mit dem machen. Wollen wir nicht auf der Hand oder, ja, wollen wir eigentlich nicht auf der Hand haben, sondern im Deck, um ihn auf den Friedhof zu schicken. Man kann ihn von der Hand abwerfen, das würde auch gehen, aber wir haben ja eigentlich keine Chance, außer mit einer für einen. Einer für einen sucht uns auch die wunderschöne Prinzessin. Und ich glaube nicht, dass das zählt, weil das hier ein Kosteneffekt ist. Das dürfte nicht den flinken Angler triggern, deswegen den wollen wir im Deck haben. Flinker Biber ist halt, ja, ich sag mal, falls wir den flinken Manta einen davon ziehen, dann haben wir noch ein zweites Flinkmonster, beziehungsweise ein drittes Flinkmonster im Deck, was wir specialen können. Und auch er, wenn er normal beschworen wird, dürfen wir ein Flinkmonster als Spezialbeschwörung vom Deck oder Friedhof beschwören. Und das ist auch wieder sehr praktisch, denn damit hätten wir direkt ein Stufe 2, weiteres Stufe 2 Monster auf dem Spielfeld und könnten damit in die Sprite-Line reingehen. Dann haben wir zweimal Sprite Blau, weil zwei Sprite Blau auf zwei limitiert ist. Dann ein Sprite Strahl, neuerdings auf zwei. Ich spiele ihn trotzdem nur einmal, weil einmal reicht. Dann ein Sprint Rot, das ist ein Monster Negate. Und ein Sprint Karotte, das ist ein Zauber- und Fall Negate. Dann dreimal der Gishki Grauen. Gishki Grauen sucht uns den Gishki Abyss, damit wir von da aus in die Combo reingehen können. Und was wir allerdings hier beachten müssen, ist, dass wenn wir den Effekt aktivieren, wir in diesem Spielzug nur Angriffe mit Ritualmonstern machen können. Das heißt, falls wir das im zweiten Spielzug aktivieren, können wir nur mit der Neremanas angreifen, mit keinem anderen Monster. Im ersten Spielzug ist uns das natürlich egal, da es eh keine Battleface gibt. Dann spielen wir eine EMP Meow Mime. Die ist ganz interessant. Weil wir sie als Spezialbeschwörung beschwören können,
einmal pro Spielzug, wenn sie sich im Friedhof befindet, falls ein Link-Monster auf dem Spielfeld ist oder in einem beliebigen Friedhof, können wir die Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Nicht vom Friedhof, von der Hand beschwören. Und das haben wir in der Regel, dass irgendwo ein Link-Monster liegt. Und unser Gegner hat meistens auch interessante, also häufig Link-Monster, die er spielt. Snake Eyes ist ja immer noch da. Und ja, falls ein Monster mit Link 2, das wir kontrollieren, auf den Friedhof gelegt wird oder offen verbannt wird, können wir diese Karte vom Friedhof verbannen oder von der Hand, falls wir sie auf der Hand haben, und dann eine Karte wählen, die der Gegner kontrolliert und sie auf die Hand zurückgeben. Das ist also hier ein Removal. Ist nicht so oft häufig bisher aufgetaucht, der Effekt, aber ist ganz nett zu haben, denn wir haben sehr viele Link 2 Karten und ja, dementsprechend ist eine ganz gute Karte, die man spielen kann. Kann man natürlich auch rausnehmen. Dann habe ich zweimal Ash, weil ich keine dritte besitze. Dann habe ich dreimal Gishki Grauen. Meiner Meinung nach wichtiger als Gishki Vision. Das sucht uns nämlich die Gishki Ritualzauber. Die Gishki Ritualzauber. Dann haben wir einmal Nibiru, hauptsächlich um es zu crossouten zu können. Und man kann überlegen, auch bis zu dreimal Nibiru zu spielen. Als Going Second Option. Zweimal die Ivy Gishki Neremanas. Dreimal ist zu viel meiner Meinung nach und zweimal passt eigentlich sehr gut. Dann haben wir einmal einen Verein, muss man nicht spielen, kann man aber, weil es uns ein zusätzlicher Kombo-Starter ist, sucht uns die oder beschwört uns aus dem Deck die wunderschöne Prinzessin. Müssen dafür eine Karte vom Deck von der Hand auf den Friedhof legen. Wunderschöne Prinzessin verbannt sich, holt das Gishki Grauen aktiviert den Effekt, specialt aus dem Deck den Schlund. Schlund sucht uns dann den Vision oder den Schatten, je nachdem, was wir gerade brauchen. Dann benutzen wir Gishki Grauen und Gishki Schlund, um in den Sprite Elf reinzugehen. Sprite Elf belebt aus dem Friedhof, wieder gegen Gishki Schlund und darf uns wieder Gishki Grauen oder Gishki Schatten aus dem Deck suchen. Gishki Schatten oder Gishki Vision aus dem Deck suchen. Die beiden können wir dann abwerfen, dann haben wir eh schon beide auf der Hand und können uns somit eine Neremanas plus ein unserer Ritualzauber suchen. Falls wir eine dieser Karten bereits auf der Hand haben, können wir sie sogar behalten. Denn sowohl Vision als auch Schatten als auch Grauen haben den Effekt, falls wir ein Wasserritualmonster beschwören, oder immer nur Wasser, genau, ein Wasserritualmonster beschwören, können wir diese Karte als die kompletten Kosten verwenden. Das heißt, wir müssen keine Monster der Stufe 10 benutzen, um ewige Neremanas zu beschwören. Wir können auch einfach eine dieser beschwören. Oder ein Monster des Gegners, wenn wir den Nekrospiegel benutzen. Dann haben wir fokussierter Wasserspiegel, dreimal. Fokussierter Wasserspiegel fügt uns der Hand ein Gishki-Monster vom Deck hinzu. Das wäre in dem Fall der Gishki-Grauen, unser Kombo-Starter. Man kann hier überlegen, die Falle zu spielen. Wo haben wir sie? Den Wasserspiegel-Illusion. Denn Gishki-Neremanas ist ein Monster-Negate, der das negierte Monster zurück ins Deck mischt. Das heißt, es ist eine der besten Formen von Removal überhaupt. Zurück ins Deck plus negiert, aber dafür kommt die Neremanas zurück auf die Hand. Und durch die Falle, Wasserspiegel-Illusion, können wir ein Ritualmonster einfach von der Hand beschwören, ohne Ritualzauber oder sowas. Und dann darf Ewi Gishki Neremanas, die ja durch den Negate zurück auf die Hand gewandert ist, sich spezial beschwören und nochmal negaten, denn das ist auch nicht einmal pro Spielzug. Doch, das ist einmal pro Spielzug, aber das ist ein Soft Once per Turn. Heißt, wenn die Karte das Spielfeld verlässt und wieder aufs Spielfeld draufkommt, dürfen wir es nochmal aktivieren. Und das ist ganz praktisch. Und wenn wir den fokussierten Wasserspiegel aktiviert haben, dürfen wir in der Endphase diese Karte vom Friedhof verbannen und eine Wasserspiegel-Zauberfalle direkt vom Deck setzen. Das wäre dann in dem Fall die Wasserspiegel-Illusion. Kann man überlegen, mit reinzunehmen. Muss man aber nicht. Ich finde es angenehmer, sie nicht mit reinzunehmen, weil, naja, auf der Hand wollen wir sie eigentlich nicht haben, die Karte. Wir wollen sie mit der Wasserspiegel, mit dem fokussierten Wasserspiegel setzen. Und das ist eine Karte, die wir dreimal spielen. Das ist also nicht so wahrscheinlich, dass wir sie ziehen. Wenn wir sie haben, nice, aber naja. Deswegen spiele ich sie nicht, die Falle. Dann haben wir einmal den Wasserspiegel für den ersten Spielzug. Wie gesagt, wir können eine Vision, einen Grauen oder einen Schatten benutzen für die kompletten Materialien, um die Neremanas zu beschwören. Dann haben wir den Nekrospiegel für den Going Second. Für die Going Second Option können wir auch ein gegnerisches Monster benutzen, um es spezial zu beschwören. Man kann ja auch überlegen, die Mannequin Cat zu benutzen. Das ist eine Xyz der Stufe 2. Wo haben wir sie? Ach, da ist sie ja schon direkt. Die Nummer 29 Mannequin Katze.
Die hat nämlich den Effekt, einmal pro Spielzug können wir ein Material von dieser Karte abhängen und dann ein Monster im Friedhof des Gegners wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite deines Gegners. Bedeutet, wir könnten, wenn unser Gegner bereits eine Handtrap gemacht hat, Mannequin-Katze aktiviert den Effekt, holt die Handtrap aufs Spielfeld des Gegners zurück. Die Ash, den Wailer, die Ghostbell, das Maxi, was auch immer er da hat. Und dann können wir es auch im ersten Spielzug schon tributen für den Gishki-Nekro-Spiegel, falls wir keinen grauen Schatten oder Vision haben, was wir benutzen können für den Wasserspiegel. Wäre eine Möglichkeit, das mit reinzunehmen, brauchte ich aber bisher nicht. Dann haben wir zweimal vom Grab gerufen, weil, ja, Handtrap negate, Maxi negate, Auslöschungsinformant, Handtrap negate, Maxi negate. Sprite Starter, auch hier brauchen wir nur einmal. Ist blöd, wenn wir ihn ziehen, denn eigentlich wollen wir ihn durch Jet aus dem Deck suchen. Und eine Imperm. Man kann überlegen, mehrere Imperms zu spielen, aber hauptsächlich für den Auslöschungsinformant hier. Im Extra-Deck haben wir die Kornblume, denn Kornblume hat den Effekt, dass sie weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden kann. Nur durch Kampf nicht zerstört werden kann. Durch Karteneffekte würde gehen. Warum ist das interessant? Ganz einfach. Wir können mit ihr angreifen. Dann nicht ihren Effekt aktivieren. Wir können auch den Effekt aktivieren. Denn wenn wir mit ihr angegriffen haben, können wir ein Material abhängen. Und dann eine Karte, ein Material abhängen. Und dann das Monster, mit dem diese Karte gekämpft hat, auf die Hand des Gegners zurückgeben. Das ist ein interessanter Effekt. Wollen wir aber meistens nicht machen. Denn wir können auch mit dieser Karte angreifen, sie wird nicht durch Kampf zerstört. Dann legen wir in der zweiten Main Phase die betäubende Magierin drüber und darüber dann göttliches Arsenal AA Zeus. Dann hat Zeus 4 Materialien und das sind 2 Board Wipes. Also, dass alle Karten vom Spielfeld bis auf Zeus auf den Friedhof gelegt würden. Und das ist auch ein Effekt, den wir im gegnerischen Spielzug aktivieren können. Dann haben wir den Katzenhai, der ist meistens nicht so wichtig, kann man aber spielen. Denn er ermöglicht durchaus ein OTK, ein One-Turn-Kill. Denn wir können ein Material von dieser Karte abhängen, dann ein XZ-Monster des Rangs 4 oder niedriger wählen und seine Angriffs- und Verteidigungspunkte bis zum Ende des Spielzugs verdoppeln. Das wäre dann bei der Kornblume zum Beispiel auf 4000 oder beim Riesensprite auf 3200. Es sei denn, der Riesensprite hat ein Link-Monster des Links 2 als Material, dann sind seine Grundangriffspunkte nämlich 3200. Und verdoppelt wären das dann 6400 Angriffspunkte beim Riesensprite. Sehr nice. Muss man nicht spielen, kann man aber. Dann haben wir einen Riesensprite. Riesensprite wollen wir in der Regel durch benutzen mit unserem Sprite Sprint, falls wir den aktiviert haben. Denn Sprint kann nicht als Link-Material benutzt werden. Aber wir dürfen für den Riesensprite auch Link-Monster des Links 2 benutzen. Wir brauchen nicht nur Monster der Stufe 2. Heißt, wir benutzen den, damit wir wieder ein freies Linkfeld haben. Oder halt irgendwelche anderen Stufe 2 Monster. Und durch seinen Effekt specialen wir meistens den Blau. Blau sucht uns den Jet. Jet sucht uns den Sprite Starter. Aus Jet und Blau wird dann in der Regel die IP. Die IP Mascarina. Ja. Und mit dem Starter können wir uns dann entsprechend, was wir gerade brauchen, den Rot oder die Carrot holen. Meistens ist es die Carrot, weil wir schon die Neremanas auf dem Spielfeld haben und Neremanas ist ein Monster Negate. Da brauchen wir nicht den zweiten Monster Negate, da ist ein Zauber- und Fall Negate schöner. Deswegen die Carrot. Außerdem kriegen wir weniger Schaden, denn der Sprite Starter sagt ja auch, wir kriegen 1000 Schaden, wir kriegen Schaden in Höhe der Angriffspunkte des Sprite Monsters. Ja, dann haben wir die betäubende Magierin, wie gesagt, die brauchen wir nur zum Drüberlegen. Dann haben wir ein göttliches Arsenal Zeus. Dann haben wir die Marinzessin Korallenanemone. Muss man nicht spielen, ist aber interessant in der Kombination mit Silantis. Haben wir keinen Silantis, also habt ihr keinen Silantis, dann spielt ihr auch nicht die Korallenanemone. Es sei denn, euch fehlt ein weiterer Sprite Elf. Dann spielt ihr die Korallenanemone, denn die Korallenanemone macht Folgendes. Wir können ein Wassermonster mit 1500 oder weniger Angriffspunkten im Friedhof wählen und es auf eine Zone spezialbeschwören, auf die diese Karte zeigt. Müssen wir halt darauf achten, dass die untere Zone oder die Seitenzone, falls sie nicht in der Link, im Linkfeld, in der Extra-Monster-Zone liegt, frei ist, dass wir dann halt beschwören können, den Gishki-Schlund aus dem Friedhof, um den seinen Effekt zu aktivieren. Allerdings, wenn wir diesen Effekt aktivieren, können wir für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Wassermonster. Das heißt, unsere Sprite-Monster sind ziemlich raus aus der Combo. Allerdings, wenn wir einen Silantis danach beschwören,
Das ist interessant für Going Second. Silentis, während der Main-Phase, wir können alle Monster auf dem Spielfeld verbannen und beschwören dann so viele Monster wie möglich, die durch den Effekt wieder, also durch den Effekt verbannt worden sind. Heißt, wir verbannen alle unsere Monster, aber auch die gegnerischen Monster. Und in diesem Moment beschwören wir als Spieler die gegnerischen Monster. Da wir aber nur noch Wassermonster beschwören können, durch den Effekt der Marincessin, dürfen wir auf die gegnerische Spielfeldseite nicht die Monster beschwören, die nicht Wasser sind. Das heißt, wenn wir nicht gerade gegen einen Telemann-Spieler spielen, der gerade die Kashtira Telemans, Rhino Heart oder Rulkalos auf dem Spielfeld hat, ist es im ehesten Fall so, dass wir keine Monster auf die gegnerische Spielfeldseite beschwören und damit sind alle seine Monster weg. Das ist mal ganz praktisch. Kommt sehr selten vor, aber ist eine interessante Kombo. Dann haben wir eine IP Masquerena, die brauchen wir auch. Dann haben wir, um halt den Avamax zu beschwören, das ist eine Karte, die ich sehr oft in diesem Deck beschwöre. Dann haben wir die Sprite Elf, zweimal, weil Elf super geil ist. Dann haben wir den Sprite Sprint, hatte ich schon erklärt, wie der funktioniert. Sprint schickt, wenn wir den machen, den flinken Angler auf den Friedhof. Flinker Angler beschwört die beiden Manta oder Manta und Biber, je nachdem, was wir haben. Am ehesten die zwei Mantas, wenn möglich. Wenn ein Manta bereits auf der Hand oder im Friedhof ist, dann natürlich Manta und Biber. Dann werden aus Manta und dem Sprite Sprint oder dem Biber und Sprite Sprint der Riesensprite und von da aus gehen wir in die normale Sprite Line, die ich gerade schon erklärt hatte. Dann haben wir einen Dynamondo. Habe ich bisher nicht benutzt. Dynamondo ist interessant. Wir brauchen ein Ritualmonster, das heißt, wir müssen unsere Neremanas benutzen. Und wir können eine Karte auf dem Spielfeld und ein Ritualmonster im Friedhof wählen und beide ins Deck mischen, wenn die Karte spezial beschworen wird. Das ist interessant, wenn eine Neremanas auf dem Spielfeld ist und die andere Neremanas im Friedhof, um das zu recyceln zum Beispiel. Aber auch bei der Linkbeschwörung kommt ja schon eine Neremanas im Friedhof. Das heißt, wir schicken die Neremanas zurück ins Deck und eine Karte vom Gegner zurück ins Deck und können die Neremanas wieder suchen durch die Vision. Das wäre zum Beispiel möglich. Ansonsten, wir können die Karte als Tribut anbieten, dann ein Ritualmonster im Friedhof wählen und es der Hand hinzufügen oder als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist auch interessant, also hier haben wir einen Jump vom Spielfeld und ein Neremanas aus dem Friedhof kommt zurück. Das ist praktisch in der Theorie, wie gesagt, wenn wir beide Neremanas oder eine Neremanas auf dem Spielfeld haben und einen im Friedhof, ist das besonders gut. Aber ansonsten, es ist eine interessante Karte, benutze ich aber nicht. Was vielleicht einige schon wissen, aber es gibt ja jetzt diese Zoom-Funktion. Ja, hier hinten ist Bonfire. Das wissen aber die meisten wahrscheinlich schon. Dann haben wir eine SP Little Knight, super Karte. Sie ist einfach super gut. Deswegen sollte sie drin haben. Ein Magnite Crusader Avamax, den machen wir eigentlich immer mit einer IP und dem Elf, nachdem Elf seinen Effekt aktiviert hat. Und wenn Avamax mit der IP gemacht wird, kann er A, nicht durch Karteneffekte zerstört werden, B, diese Karte kann nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden, C, diese Karte, wenn sie gegen ein spezialbeschworenes Monster kämpft, wird geboostet um die Angriffspunkte des spezialbeschworenen Monsters, das heißt, das hier ist ein aufrichtig mit inklusive drin im Karteneffekt dieser Karte, heißt, spezialbeschworene Monster können diese Karte praktisch nicht besiegen. Wo waren wir? Bei D, falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, durch irgendeinen Effekt, Non-Targeting, Nicht-Destruction, sowas wie Mirror Jade ist Non-Targeting verbannen und Ruiswurm ist Non-Targeting, wie heißt es, Non-Targeting auf den Friedhof legen. Also bei Mirror Jade wird nichts passieren, aber wenn der Druiswurm die Karte auf den Friedhof legt durch den Karteneffekt des Gegners, dann können wir eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie ins Deck mischen. Also auch hier sehr schön. Plus, dieser Karte hat ja noch einen Effekt. Zusätzlich können keine Monster als Angriffsziel wählen außer diesen. Das heißt, alle unsere Monster sind geschützt vor Angriffen. Er muss Avamax angreifen. Dementsprechend können wir da auch verhindern, dass unser Gegner eine Sprite-Karotte zum Beispiel angreift, um den Zaubern Fallen-Negate zu zerstören, um dann in der Main-Phase 2 seine Zaubern Fallen zu aktivieren. Nein, er muss den Avamax angreifen. Dann haben wir eine Appaloosa. Wir können auch mit der IP und zwei anderen Monstern in eine Appaloosa reingehen, falls wir den Elf zum Beispiel behalten wollen.
Das wäre möglich. Damit hätten wir dann ein Triple Negate, einmal pro Kette allerdings nur. Oder wir benutzen Elf und Apollose, Elf und Mascarina, dann haben wir zwei Monster Negates, einmal pro Kette. Silantis hatte ich ja bereits erklärt, was Silantis kann. Oder wofür wir Silantis benutzen. Ansonsten, es gibt noch den zweiten Effekt hier, der aber so gut wie nicht vorkommen wird. Ja, so viel zum Deck. So, ich habe hier actually noch ein Replay für euch, wo wir die Flink-Kombo mit reinnehmen. Wir sind als erster dran und haben auf der Hand ein Gishki Grauen, eine Ash, einen Schatten, einen vom Grab gerufen und einen fokussierten Wasserspiegel. Aktivieren als erstes den fokussierten Wasserspiegel, um eine Ash zu baiten, denn wir haben ja bereits das Grauen auf der Hand. Dementsprechend keine Ash da, wir holen uns den Vision, haben jetzt also schon Vision und Schatten. Wir brauchen und das Grauen, das heißt, wir könnten direkt Neremanas beschwören. Das würde gehen. Aber jetzt kommt erstmal Vision. Vision sucht uns den, die Neremanas. Jetzt normeln wir den Grauen. Der Grauen könnte noch negated werden. Wenn er negated wird durch eine Imperm dann, oder durch einen Veiler, dann können wir immer noch den Gishki Schatten hier, den Ritualspell suchen. Mit dem Ritualspell beschwören wir Neremanas. Das wäre dann gar nicht mal so schlecht. Neremanas würde dann ein Monster wiederbeleben. Wahrscheinlich den Gishki Vision, Gishki Grauen, je nachdem, was wir brauchen oder haben wollen. Das ist da nicht so wichtig. Aber wir haben auf jeden Fall dann ein Monster Negate auf dem Spielfeld. Plus vom Grab gerufen, plus eine Ash. Das ist nicht so schlecht. Naja, aber es kommt keine Imperm, also specialen wir den Gishki Schlund. Gishki Schlund holt uns den zweiten Schatten. Schatten werfen wir ab, sucht uns den Ritualzauber. Ritualzauber aktivieren wir, benutzen den Schatten aus der Hand als volles Material, beschwören Neremanas als dritte Beschwörung in diesem Spiel. Heißt, wir haben jetzt das Nibiru Safe Board. Da Neremanas einfach Nibiru ins Deck zurückmischt und das negated. Holen uns den Vision zurück, weil Vision Monster der Stufe 2 ist. Wollen wir eher haben als den Vierer. Machen Sprite Elf. Elf belebt den Gishki Schlund zurück. Und jetzt können wir den Sprite machen. Beziehungsweise erst holen wir uns noch den dritten Schatten aus dem Deck. Dessen Effekt wir auch aktivieren, weil derzeit keine Ash da. Und es liegt kein Caught by the Grave hier, was im nächsten Spielzug sein könnte. Dementsprechend suchen wir uns jetzt schon den Nekrospiegel. Machen jetzt die Linkbeschwörung zum Sprite Sprint. Sprint schickt jetzt den Angler auf den Friedhof. Und hier haben wir die Flink-Kombo. Beschwört die beiden Manta aus dem Deck. Und ja, wir wollen eigentlich hier noch eine IP hinbekommen. Und Sprint kann in dem Spielzug, in dem sie oder eher als Spezialbeschwörung beschworen wurde, nicht als Link-Material verwendet werden. Aber wir können ja unser XZ-Monster, den Riesensprite, machen. Und das machen wir auch mit dem Sprint. Hier zum Riesensprite. Riesensprite. Auf eine Zone, wo kein Link-Pfeil drauf zeigt. Denn diese Zone soll frei bleiben für IP. Und ja, wir haben natürlich die Neremanas hier auf eine Zone beschworen, auf die der Elf zeigt. Denn falls hier eine Imperm kommen sollte und dann Nibiru, wäre halt blöd. Dann wäre nämlich Neremanas negated und all unsere Monster verschwinden für Nibiru. Ist nicht gut. Deswegen haben wir hier den Sprite Elf, denn dann kann er nur die Imperm erstmal auf den Sprite Elf machen und dann kann er Nibiru aktivieren und Nibiru würde wieder negated werden durch Neremanas. Das ist da so eine kleine Absicherung, an die man denken kann. In vielen Fällen wird es nicht so sein, dass unser Gegner einen Veiler und eine Imperm plus Nibiru hat, aber es kann passieren. So, jetzt Riesensprite, ganz normale Sprite-Line, werfen wir den Manta ab. Achtung, hier den Manta, nicht dem Sprint, damit unser Riesensprite weiterhin 3200 Angriffspunkte hat. Holen uns den Sprite Blau aufs Spielfeld, Blau sucht den Strahl, Strahl sucht uns den Starter, machen eine Linkbeschwörung von dem Manta und dem Blau zur IP. Aktivieren den Sprite Strahl, beschwören die Carrot als Zauber- und Fall-Negate gegen ihn wie Matched und Blitzsturm und so ein Krams. Und setzen unser vom Grab gerufen und können hier jetzt sogar entscheiden, mit der Karotte wollen wir den Sprite Strahl auf den Friedhof schicken, um einfach eine Zauberkarte zu negaten. Oder ist es eine permanente oder Fieldspell-Zauberkarte, dann negaten wir, indem wir den Riesensprint benutzen. Und wir haben den Monster Negate, der ins Deck zurückschickt. Wir haben den
Sprite 11, der sobald hier eine, ja, ein Effekt aktiviert worden ist, entweder von der Karotte oder der Nerimanas, die dann halt auf die Hand zurückkommt. Und im nächsten Spielzug können wir dann den Gishki Necro-Spiegel benutzen, um sein Monster als Tribut anzubieten für Nerimanas. Sobald Nerimanas oder halt das Monster, das wir für Karotte opfern, weg ist, haben wir hier wieder Platz. Heißt, wir könnten den Blue beschwören. Blue sucht uns den Rot aus dem Deck. Oder wir beschwören den Gishki Schlund. Achtung, wegen dem Timing missen. Habe ich in dem anderen Replay hoffentlich schon erklärt. Dann können wir uns damit auch noch eine weitere Gishki-Karte suchen. Das wäre dann wahrscheinlich das Grauen. Oder wir können auch, statt in Avamax reinzugehen mit der Sprite Elf und der IP Mascarina, sobald die Carrot ihren Effekt aktiviert hat, können wir die IP benutzen, den Riesensprite oder halt den Sprite Strahl, was halt auf dem Spielfeld bleibt, plus der Sprite Karotte für eine Appaloosa, falls wir gegen ein Deck spielen, was nur Monster-Effekt aktiviert. Und wir haben natürlich unser Court by the Grave und die Ash. Ja, unser Gegner ist dran. Was macht er? Er ist noch nicht, hat noch nicht aufgegeben. Ich denke mal, er hat was. Hat er das evenly matched? Hier kommt der Cyber-Notfall. Er spielt Cyberdrachen, I guess. Oder Galaxy-Cyberdrachen, möglicherweise. Das negieren wir durch Ash. Dafür müssen wir nicht unsere Carrot opfern, denn Carrot möchte ich für ein mögliches evenly matched Blitzsturm, Raigeki, sowas halt aufsparen, möglichst. Ash wird negiert durch Herold des Orangen Lichts. Interessant. Was spielt er? Er spielt kein Cyber Dragon. Nein, er spielt Cyber Engel. Also wahrscheinlich Cyber Engel Drytron. Mit Herold der Vollkommenheit und sowas. Gut, das können wir allerdings negieren, ihr seien Herold der Vollkommenheit, mit unserem vom Grab gerufen. Somit sind diese Karten raus. Bleiben also noch der Negate durch Sprite Karotte. Die mögliche Zerstörung, falls wir den Riesensprite benutzen. Der Monster Negate und zurück ins Deck mischen durch Nerimanas. Plus die mögliche Wiederbelebung von Sprite Elf, falls möglich. Falls unser Gegner Sprite Elf oder die IP zerstören möchte, dann machen wir natürlich, bevor wir den Effekt von Elf aktivieren, das ist dann auch nicht schlimm, wenn der Effekt nicht aktiviert wird, den Avamax draus. Der nicht durch Kampf zerstört werden kann, nicht getargetet werden kann und nicht durch Kampf, nicht durch Karteneffekt zerstört werden kann, nicht getargetet werden kann und möglicherweise auch nicht durch Kampf zerstört werden kann, zumindest wenn er mit einem Monster kämpft, welches als Spezialbeschwörung beschworen worden ist. Und das ist bei 3000er Monstern schnell mal der Fall. Negieren also den Herold des Orangen Lichts. Heißt, unser Ash wird nicht negated und Ash darf den Notfall, Cyber-Notfall negieren und da gibt unser Gegner auf. Ja, ganz simpel hier die nochmal die Blinkline reingebracht. Aber ja, Gishki Sprite als erster, das ist ein ordentliches Board. Es wirkt manchmal nicht so viel, gerade wenn man nicht die Handtraps hat. Aber man hat mit dem Deck Recovery, man hat einen der stärksten Negates überhaupt mit ins Deck zurückmischen. Man hat mit Avamax ein super Bossmonster auf dem Feld oder halt auch die Appaloosa mit massig Monster Negates. Plus, man könnte auch noch Rot hier liegen haben statt dem Jet. Dann wäre das ein zusätzlicher Monster Negate plus mögliche Zerstörung. Und wir haben den Zauber und Fall Negate. Das ist schon sehr strong. Man kann natürlich auch mit der IP, ein anderes Monster benutzen. Sagen wir, unsere Sprite-Karotte hat schon ihren Effekt aktiviert. Dann können wir einfach ein SP Little Knight draus machen und die darf auch eine Karte verbannen. Denn wir haben ein Link-Monster, beziehungsweise Monster vom Extra-Deck für die Beschwörung benutzt, nämlich die IP. Plus dann die Verbannung zusätzlich, wenn unser Gegner Monster-Effekt aktiviert, dürfen wir nochmal ein Monster plus ein Monster, was auf unserer Spielfeldseite ist, verbannen. Das ist auch sehr strong als Interaction. Also da haben wir wirklich viele Möglichkeiten. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.